Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt, nicht in meiner Werkstatt, sondern in meinen Wohnräumen. Und heute geht es um meinen Parkettboden. Der Parkettboden ist in die Jahre gekommen und soll jetzt raus und ich verwende dafür folgendes Werkzeug. Zum einen sogenannten Kuhfuß und einen Kuhfuß in, ja, ich sag mal, in einer kleineren Ausführung, der ist doch recht handlich. Ja, und wenn wir dieses niedliche Spielzeug zum Einsatz kommen, ich habe mit dieser Tauchsäge schon ein paar Schnitte mal gemacht, allerdings nicht in Parkettboden, dafür aber halt in anderen Materialien, und ich war doch sehr überrascht, wie exakt sie arbeitet. Was jetzt so spielend einfach aussah, ich muss lachen, das gibt's gar nicht. Die haben tatsächlich das ganze Parkett hier verlangt. Naja, gucken, was die kleine Tauchsäge alles so taucht. Ja, ich möchte nicht wissen, wie lange die dafür gebraucht haben, das Parkett hier zu verlegen. Und ich will gar nicht erzählen, wie lange ich brauche, so ein bisschen hier rauszuholen. Es ist Granate, ist das. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Parkett, alleine wie fest es ist, also was man da für Kräfte aufbringen muss, um Parkett zu brechen. Weil es ist alles komplett verleimt und ich bin so froh, dass sie das nicht noch am Boden angeleimt haben, also verklebt haben mit dem Boden selber. Sowas gibt es ja auch, und ja, was soll ich sagen, es ist schon eine Hausnummer. Stunde später sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ich habe eben gerade die Coverboards geliefert bekommen, liegen momentan noch in der Garage. Ich will jetzt erst einmal schon Platz machen und dann
geht halt los, dass wir die untere Decke nageln, schrauben, ballern, kleben, tackern. So, nochmal einen kleinen Zwischenstand. Das Parkett ist jetzt hier komplett aus dem Wohnzimmer raus. Und was wir sehen, ist jetzt noch diese Dämmpappe, die sie da aufgelegt haben oder untergelegt haben. Die ist natürlich ja, ziemlich ramponiert und auch nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Da kommt jetzt eine andere Dämmung unter. Ja, hat jetzt 24 Jahre hier in dem Raum gelegen. Jetzt mal so einen kleinen Zwischenstand mit unserem Fußbodenbelag. Wie ich ja schon erwähnt hatte, kommt hier eine andere Dämmung oder ein anderer Trittschall unter. Und das ist unser Laminat, was wir jetzt dafür verwenden. Und wir haben das jetzt einfach mal so pro forma schon mal hingelegt und mal geguckt, wie sieht das aus, wie wirkt es. Und es passt so ganz gut in diesem Raum rein. Hier haben wir noch ein paar Pakete. Die Tapete ist auch dran, aber genaueres gibt es dann in einem anderen Video. Hier geht es ja eigentlich mehr um den Bodenbelag, beziehungsweise wie weit wir hier mittlerweile sind. Ja, was kann ich schon mal sagen? Zu dem Laminat, das ist so ein easy click Laminat mit einer ganz, ganz feinen Fuge, was mir sehr gut gefällt. Sticht nicht so dermaßen ins Auge. Ist zwar auch auffällig, aber ist eben halt nicht so übertrieben und kaum spürbar. Ja, wir haben es mittlerweile schon nach 19 Uhr, deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Und in der nächsten Sequenz könnt ihr vielleicht schon sehen, dass der Raum fertig ist oder wir schon zur Hälfte gekommen sind, weil wir haben hier immer noch unsere Sachen jetzt hier stehen, die wir momentan bei diesem Wetter nicht nach draußen stellen können. Und auch andere Räume sind momentan echt belegt, weil draußen ist erstmal relativ starker Schneefall, was auch recht selten ist in unserer Region, aber ja. Ich will euch damit jetzt nicht voll quatschen. Hier geht es um den Fußbodenbelag. Zu dem Trittschall oder dieser Parkett- oder Laminatunterlage kann ich schon mal so viel sagen. Wir haben es in andere Räume auch schon verwendet und es ist auf jeden Fall merkbar ruhiger. Man hört es nicht mehr so extrem. Klar, man hört immer noch was, aber es ist schon ruhiger im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier im Wohnzimmer drunter hatten. Das war ja eigentlich nur Papier, ein bisschen gepresst zur Pappe. Und ich bin gespannt, wie das jetzt am Ende dann aussieht. So sieht jetzt unser Fußbodenbelag aus. Wir haben die Sockelleisten dran und ja, ich muss sagen, das Wohnzimmer so und auch der Essbereich gefällt mir sehr gut. Die Sockelleisten schließen auch sehr harmonisch mit dem Laminat ab. Finde ich sehr, sehr gut. Einzige Manko ist eben halt bei dir, bei unserem Raum hier, dass wir schiefe Wände haben und alles, was man versucht, irgendwie mit geraden Leisten, wie auch immer, ja, zu montieren oder eben halt gerade Leisten zu montieren, das ist, da sieht man gleich, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, aber es ist nun mal so, es ist kein Neubau, es ist ein Altbau, aber dennoch gefällt uns das und das ist eben halt auch das Wichtigste. Ja, jetzt heißt es nochmal ein bisschen groß reine machen und dann kann man die restlichen Möbel aufbauen. Wir haben schon so ein bisschen was aufgebaut, aber das zeige ich euch in einem letzten Video vom Wohnzimmer und Esszimmerbereich. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Im nächsten Teil zeige ich euch, wie sich unsere Wände hier verändert haben und da könnt ihr gespannt sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben.
Wer ja Kritik, Anregungen, irgendwelche Fragen hat, gerne unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Video online gegangen ist. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.